meine lieben Sportfreunde, war der Start der 125 Kubikzentimeter Klasse zum Weltmeisterschaftslauf beim Großen Preis von Brno. 40 Starter sind auf die Reise geschickt worden über die 11 Runden Jagd gleich 120,1 Kilometer. Nun also von der Start- und Zielgeraden bereits weg, hinaus auf die Strecke. Gleich werden wir das Feld, während hier der Start- und Zielplatz geräumt wird, wiedersehen, wenn Sie dann in die erste Rechtskurve in Wetzelkar, einem kleinen Ort, hineinstoßen. Hier geht es erst einmal hinauf, hinunter. Die Strecke hat ja einen Höhenunterschied von 171 Metern. Und ich habe dann noch Gelegenheit, Ihnen einiges zu der Strecke selbst, zum Streckenverlauf zu sagen. Aber aufgepasst, die Startnummer 2. Paolo Bianchi führt das Feld vor dem amtierenden Weltmeister, vor Angel Nieto an. Dann die lange Kette. In dieser ersten Runde, im Grunde genommen ist es ja für die Fahrer heute schon die zweite, denn sie hatten Gelegenheit vor dem offiziellen Start, ihre Motoren und vor allem die Reifen ein wenig warm zu fahren und damit sich natürlich noch einmal auf diesen 10,9 Kilometer langen Kurs zu informieren. Die Abfahrtsstrecke, eine weit gezogene Rechtskurve, dann geht es hinüber zur Farinova, der Farina-Kurve, und da sind sie jetzt. Hier wird mächtig Dampf aufgemacht. Bereits im Training wurde der bisher bestehende Rundenrekord in dieser Klasse überboten, oder besser gesagt unterboten. Mit 4 Minuten 06,22 Sekunden fuhr Nieto die schnellste Trainingsrunde und das entspricht einem gefahrenen Schnitt von etwa 159 Kilometer pro Stunde. Im vorigen Jahr wurde der Rundenrekord von Bertin Frankreich mit 157,9 markiert. Hier unten also Bianchi. Aber da ist noch gar nichts zu sagen, wer vielleicht einmal nach 11 Runden hier die Nase ganz vorn haben könnte. Das Feld dicht beisammen. Ja, hier geht es hart an den Strohballen entlang, aber die Fahrer hatten genügend Gelegenheit, 2 Tage lang zu trainieren, die Strecke zu studieren. Und für die meisten von ihnen ist ja Brno kein unbekannter Kurs. Bei traumhaft schönem Wetter sind es offensichtlich über 200.000 Zuschauer, die an diesem Sonntag herausgekommen sind, hier an der Strecke aufpassen, wie die schnellsten der Welt um Weltmeisterschaftspunkte fahren. So, jetzt haben wir ein klein wenig Luft, schauen einmal nach den Boxen am Start und Ziel, denn dort machen sich nun schon die Helfer, die Monteure, Gedanken, wo mag mein Fahrer platziert sein, ausgangs der ersten Runde. Wie kann ich ihn einordnen, welche Signale muss ich ihm dann in der nächsten Runde geben? Da haben wir zunächst erst einmal Reggiani. Reggiani aus Italien auf einer Minarelli, der in England den ersten Platz belegte, aber Sie sehen selbst, hier in ruhiger Fahrt kommt. Für ihn ist das Rennen bereits in der ersten Runde offensichtlich gelaufen. Das aber nun die Spitze. 2, 4, 6, 7 Stück. Na, der Siebente hat schon ein wenig Abstand. Achtung, gleich werden Sie bei uns ausgangs der ersten Runde aus dieser Kurve heraus auf die Start- und Zielgerade kommen. Und da wir sehr schlechte Sichtmöglichkeiten haben, muss ich nun auch aufstehen und erst einmal schauen, wer führt. Die 2, die 4 und die 12. Also Bianchi von Missimiani aus Italien, dann Bertin aus Frankreich und schließlich mit der Startnummer 5 Hans Müller aus der Schweiz. Das waren die ersten 4, die bei uns am Start und Ziel vorbeizogen. Er hatte mit den Strohballen Bekanntschaft gemacht. Aber solange es so gut abgeht mit der Startnummer 54, Sie sahen es, Petruzzi Perez aus Argentinien, er rutschte mit seiner Maschine, mit seiner MBA weg. Für ihn auch das Rennen beendet, zum Glück ohne Zwischenfall.
Nach der langen Start- und Zielgeraden, etwas abfallend, wo die Fahrer mit Vollgas kommen, notieren wir nun eingangs diese Rechtskurve näher zu den dreifachen Weltmeister in führender Position. Da sahen wir eben mit der 39 auch in dieser Spitzengruppe Janos Drapal aus Ungarn auf einer Morbidelli. Und Drapal, er sorgte hier bereits gestern im Training für Aufsehen, fuhr hervorragende Rundenzeiten, das müssen wir sagen. Wer es hier nicht gepackt hat, ist Loewestein aus den Niederlanden, der, um jedes Risiko zu vermeiden, merkte, dass er diese Kurve nicht bekam, geradeaus fuhr. Das ist natürlich wieder Zeitverzug für ihn, er fällt einige Plätze zurück, aber besser so, als dass er hingefallen wäre. Also, Nieto jetzt in führender Position. Er liegt ja hinter Biongi in der Weltmeisterschaftswertung dieser Klasse in diesem Jahr auf Platz 2. Und diese beiden, sie werden sich wahrscheinlich hier noch einen harten Strauß liefern, denn Biongi hat 80 Punkte, Nieto 66 auf seinem Konto, Reggiani übrigens 63, aber Sie sahen vorhin Reggiani bereits in ruhiger Fahrt. Er steigt also hier aus. Damit haben Nieto und Biongi beide die Chance in diesem Jahr noch den Weltmeistertitel zu erkämpfen. Mit Startnummer 33, Rainer Koster aus der Schweiz. Da Nieto, dahinter Biongi. Das waren die ersten beiden wieder in dieser Kurve. Oh, hier wird mächtig Dampf aufgemacht. Und da hat es offensichtlich eine Platzveränderung wieder gegeben. Ich sah Biongi auf Platz 3 zurückgerutscht. Da hat sich offensichtlich Bertin, der Franzose, dazwischen geschoben. Aber das werden wir dann gleich feststellen, wenn die Fahrer im nächsten Kurvenabschnitt wieder auftauchen. Vielleicht noch einmal zu dieser Strecke. 11 elektronische Kameras, 11 elektronische Augen begleiten hier die Fahrer auf dem 10,9 Kilometer langen Rundkurs. 171 Meter Höhenunterschied sind zu bewältigen. 22 rechts und 18 Linkskurven sind zu fahren. Hier unten Reggiani an den Boxen. Ja, und das kleine Bergstück, das wir Ihnen dann auch gleich zeigen werden, das ähnelt so ein wenig der Kyffhäuser-Auffahrt. Da liegt eine Kurve nach an der anderen. Man muss schon den richtigen Rhythmus finden, um sauber durchzukommen. Wie gesagt, Reggiani, Dritter der Weltmeisterschaftswertung in diesem Jahr, muss aufstecken. Und für ihn wird damit auch ein vorderer Platz unter den ersten drei, zumindest in der Weltmeisterschaft, in weite Ferne gerückt sein. Hier hat sich nun eine 2-4-6 Mann starke Gruppe gebildet, angeführt nach wie vor von Nieto mit seiner Minarelli. Dahinter Biongi, dann Bertin. Und so werden sie gleich wieder an der Start- und Zielgeraden auftauchen. Die vier sehe ich auf Platz 3. Das ist Missimiani, der Italiener, der sich fantastisch hält. Und auf Platz 7 kommt bereits Janos Drapal, der Ungar. Das ist mal ein Blick auf die Start- und Zielgerade. Nur eine ganz kleine Schikane ist eingebaut, um die Geschwindigkeit nicht noch höher werden zu lassen. Und hier kommen die sechs mit vollem Dampf. Voran Nieto, der Weltmeister der Jahre 71, 72 und 1979. Er gewann in diesem Jahr bereits in Frankreich, in Aachen, in Belgien. Und er war auch in Spanien mit erfolgreich. Die 39, Janos Drapal. Sie kennen ihn vom Schleizer Dreieck, Sie kennen ihn auch vom Sachsenring in Hohenstein-Ernsthal. Hier unten Patrick Herouard aus Frankreich. Er schiebt seine Yamaha an die Boxen. Mit der 18 ein Blick auf Rolf Blatter aus der Schweiz. Der 38 sah ich Hagen Klein.
Und hier mit der 45 Peter Ballasch aus der GSSR, ebenfalls ein guter Bekannter auf unseren Rennstrecken in der Deutschen Demokratischen Republik und sicher auch in diesem Jahr beim internationalen Frohburger Dreieckrennen wieder mit dabei. Schon weiter zurückgefallen René Renier, der hier mit Startnummer 20 vorüberfuhr. Die weit geschwungenen Kurven lassen hohe Geschwindigkeiten zu. Hier die Spitzengruppe, weiter angeführt von dem Mann mit der Startnummer 1, von Nieto. So, meine lieben Sportfreunde, und nun starten wir hinein in die letzte Runde dieses Weltmeisterschaftslaufs der 125 Kubikzentimeter Klasse. Getan hat sich so einiges. In der fünften Runde fehlte Nieto, der Spanier. Mit Motorschaden ausgefallen, heißt es dann am Ende lakonisch. Dann bildeten sich zwei Zweiergrüppchen. Hier haben sie die zweite Gruppe. Die erste mit der Startnummer 4 und der Startnummer 12 mit Missimiani und mit Dubertin aus Frankreich, die beiden Spitzenplätze innehaben. Und dahinter dann aber mit einem Abstand hier diese beiden von etwa 150, 200 Metern, die Startnummer 16 Bruno Neubühler und Hans Müller aus der Schweiz. Und Neubühler hat es durchaus in der Hand, sich bei diesem Lauf heute in der Weltmeisterschaftswertung weiter zu verbessern. Er könnte auf den dritten Platz vorrutschen. Hier mit Startnummer 2 Bianchi, der führende Mann in der Weltmeisterschaft, aber heute klappte es nicht so, zurückgefallen auf Platz 5. Und nur wenige Sekunden hinter ihm haben wir dann mit Startnummer 39 auf Platz 6 Janos Strapal, den Ungarn. Hier mit der 11 Harald Bartol aus Österreich. Auch er bringt eine der Morbidelli an den Start. Eine Maschine, die eine Leistung von etwa 36 munteren Pferdestärken hat und 14.000 Umdrehungen bringt. Diese Motorräder werden fast alle mit einem Sechsganggetriebe gefahren, sind gut für Spitzengeschwindigkeiten zwischen 200 und 220 km/h. Die letzte Runde und Beifall vom Publikum für diese beiden. Startnummer 12 für Bertin, der im vergangenen Jahr bereits siegreich hier war. Und für Missimiani, der in seinem Windschatten auf Platz 2 liegt. Jetzt der dritte und vierte des Feldes, da sind sie. Mittendrin beim Überrunden. Hans Müller und Bruno Kneubühler. Beide aus der Schweiz. Für sie gab es glücklicherweise keine Arbeit. Alles auf der Strecke verlief normal. Und so soll es hoffentlich auch bleiben. Dieses Kurvenlabyrinth, von dem ich vorhin schon sagte, es ähnelt fast dem Kyffhäuser der Auffahrtsstrecke mit ihren 36 Kurven. Aus einer rutscht man hinein in die andere, muss ständig umsetzen und das Motorrad bei höchsten Touren sauber hindurchsteuern. Startnummer 31, Palazzese, auf Platz 8 liegend in dieser letzten Runde. Er hat mit dem Ausgang da vorne nichts mehr zu tun. Aber diese beiden, nun auf der Abfahrtsstrecke eingangs von Brno und kurz vor dem Ziel. Noch einmal die Linkskurve. Die 12 ist vorn, also Gübertang. Und nun kommen sie auf die Zielgerade. Die weit gezogene Rechtskurve wird genommen. Achtung, nebeneinander fast. Und das Nummer 12, Gübertang, schafft es. Holt sich den Tagessieg und damit die 15 Weltmeisterschaftspunkte. Weiter mit Missimiani, dritter dann mit der Startnummer 5, Hans Müller. Er hat es noch geschafft, Kneubühler stehen zu lassen und Kneubühler dann selbst auf Platz Nummer 4. So, nun werden noch ein paar kleine Sekunden vergehen, bis dieser Mann hier bei uns am Start und Ziel auftaucht, Bianchi.
Der Weltmeister der Jahre 1976-77 und hinter ihm direkt Janosch Drapal auf Platz 6, der sich wunderbar gehalten hat. Dank und Gratulation auch dem Budapester, der hier am Ziel eingetroffen ist. 6 Punkte für